Hallo Leute, heute habe ich euch diesen Make-up-Look gezaubert und zwar ist der super für Schule, Uni, Arbeit, eigentlich für jeden Tag und ja, ich hoffe euch macht das Video Spaß. Ich habe mir eine Feuchtigkeitscreme aufgetragen und jetzt benutze ich von Maybelline diese BB-Cream. Dann benutze ich meinen Concealer und trage den in einem Dreieck auf. Dann pudere ich mein Gesicht erstmal ab. Dafür nehme ich von MAC das Blot Powder. Und dann konturiere ich mein Gesicht mit dem Blush von MAC in der Farbe Harmony. Und diesem Pinsel von Real Techniques. Dann benutze ich einen Blush, das ist auch von MAC und zwar in der Farbe Well Dressed. Dafür nehme ich auch so einen fluffigen Pinsel von Real Techniques. Jetzt benutze ich noch einen Highlighter und zwar ist das der Mary Luminizer von The Balm. Und ich benutze diesen angeschrägten Pinsel, und zwar nur die Spitze. Jetzt mache ich meine Augenbrauen. Ich nehme dafür einen Augenbrauenstift von der Marke Non-You in der Farbe 03. Und jetzt kommt der Lidschatten. Und zwar trage ich dafür erstmal eine Base auf. Die hier ist von Urban Decay. Und trage die großzügig auf dem Augenlid auf. Dann nehme ich jetzt meine Naked 2 Palette. Und zwar nehme ich hiervon nur die Farben Foxy und Tease. Und Foxy, also die helle Farbe, trage ich mir jetzt mit dem Finger aufs bewegliche Lid auf. Und dann nehme ich so einen kleinen dünnen Pinsel und nehme die Farbe Tease. Also diesen braunen Ton und trage den etwas über der Lidfalte auf. Jetzt nehme ich einen kleinen Blenderpinsel und verblende das Ganze ein bisschen. Dann nehme ich noch mal ein bisschen was auf den Pinsel von Tease, also dem Braunton, und fahre das noch mal in der Lidfalte so ein bisschen nach. Und dann verbinde ich hier den äußeren Winkel mit meinem äußeren Winkel vom Auge.
Dann nehme ich so einen großen Blenderpinsel und verblende das alles noch ein bisschen, dass einfach keine Kanten mehr da sind. Jetzt nehme ich nochmal diesen kleinen Pinsel und nehme nochmal den Braunton und trage den am äußeren unteren Wimpernkranz auf. Dann mache ich noch eine ganz dünne Eyeliner-Linie. Dafür nehme ich den Super Slim Liner von L'Oréal Paris. Falls ihr noch nicht wisst, wie man einen Eyeliner gut ziehen kann, dann schaut doch mal unten in die Infobox. Da habe ich ein extra Video dazu gemacht und ich habe auch ein extra Video dazu gemacht, wie man Augenbrauen richtig stylt. Ein bisschen ausführlicher. Also schaut doch mal unten rein und ich tusche mir jetzt noch die Wimpern. Ich benutze dafür eine Wimpernzange und den Volume Million Lashes Mascara von L'Oréal. Und dann ist der Look auch schon fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein Lipgloss oder ein Lippenstift auftragen. Ich trage jetzt noch einen klaren Lipgloss auf. Und fertig. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann gebt mir doch ein Däumchen hoch oder lasst mir ein kostenloses Abo da. Und ja, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!